Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen, zu einer weiteren Folge Sternstundenzeit mit der lieben Anja und mit mir Bettina. Hallo, liebe Bettina, und ein herzliches Hallo an alle da draußen. Ich freue mich auf Ja, diese ich freue mich Sternstunde. Auch. Es ist wieder an der Zeit, dass wir uns ein bisschen austauschen und ein bisschen tiefer schauen, ne? Und wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema für euch mitgebracht, und zwar die Scham des Körpers. So Boah. präsent bei jedem, oder? Also es berührt mich wieder so sehr, ja, weil wir haben ja alle unsere eigenen Themen. Und gerade in der Lebensberatung, also dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir, dass wir oft Sachen hören, was so traurig ist, ja, dass jemand so über seinen Körper denkt oder so es in sich drinnen fühlt und sich dafür schämt, nicht? Wo wir sagen, eigentlich der Körper ist ja das Natürlichste überhaupt, nicht? Und der Körper kommt aus der Natur, nicht? Also welcher Baum schämt sich für das, dass er der Baum ist, der er geworden ist? Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, auf unseren Körper zu schauen, ihm etwas Gutes zu tun. Und ja, wie es halt dann oft so ist, wir haben heute so viele Möglichkeiten, aber wir kriegen dadurch immer ein Ungleichgewicht in unserer eigenen inneren Natur, nämlich wie wir auf das Gegenwärtige, auf das Ursprüngliche in uns schauen. Trotzdem, dass wir heute einfach so viele Möglichkeiten haben. Und da rede ich jetzt über Haare färben, genauso wie über sich zu schminken oder sonst irgendwie, oder eine adrette Kleidung, die einem gefällt, anzuziehen. Ja. Ja. Warum genieren wir uns denn so sehr für unseren Körper? Das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen, immer wieder mal, um vielleicht endlich mal davon wegzukommen. Diese Ausgrenzung, wie man dann ausschaut, beginnt ja schon im Kindesalter. Und das ist aber nicht, ich glaube nicht, dass es von den Kindern an sich kommt, sondern das, was sie aufnehmen, was sie hören, ja, wie über jemanden gesprochen wird. Und diese Zuschreibungen hören sie und geben sie weiter. Und wir sagen immer, Kinder sind wahnsinnig ehrlich und verletzend. Aber wenn ein Kind sagt, schau mal, dieser Mensch ist dünn oder dick, dann sind sie sehr häufig eigentlich auf der Beobachterebene. Ja? Sie sehen, was sie sehen und nicht, eigentlich gar nicht in der Bewertung, sondern wir haben oft dann dieses Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt so reagieren, weil das eine weder das andere sollte man eigentlich sagen und das Kind kriegt mit, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn das immer wieder passiert, übernimmt ein Kind halt quasi irgendwann mal diese Zuschreibungen und Beschreibungen. Und wenn dann Kinder das häufiger tun oder mehr so vorgelebt bekommen, dann gehen sie ins Verletzende. Ja? Ja. Und ich glaube, wir sind alle sehr verletzt worden in dem, wie wir ausschauen, von außen. Und gleichzeitig wird uns, auch wenn wir es gar nicht gesagt bekommen, aber durch die Werbung, durch ja, diese Dieses gesellschaftliche Bild überhaupt, ne? Wie du zu genau, sein hast. ja, genau, ja, dass wir uns immer falsch fühlen. Ob ich Voll. zu groß bin, ob ich zu klein bin, ob ich zu dick bin, ob ich zu dünn bin, ob ich eine zu große Nase habe oder ich Oder zu viele Haare. ja, oder graue Haare, zu früh, zu viele, ja. Und das, also wenn das schon, und ich glaube, dass man heute da fast gar nicht mehr drum rumkommt oder auch die Jugend gar nicht mehr um dieses Thema herumkommt, weil das ununterbrochen, wie du sagst, ein gesellschaftliches Thema ist und es uns ununterbrochen gezeigt wird, wie du zu sein hast. Und das macht dann Druck. Voll. Mir fällt dabei gerade wieder auch so, weil ich ja doch viele Frauen begleiten darf, auch so dieses Thema von wegen Bauch. Ja, also jetzt bin ich auch jemand, der eher dazu tendiert, einen Bauch zu bekommen. Und
erzählen tatsächlich Frauen, dass sie von seit ihrer Pubertät ihren Bauch einziehen. Das heißt, die laufen die ganze Zeit mit so einer inneren Energie. Ich würde es gar nicht aushalten, ja, abgesehen davon, dass ich meine Bauchmuskulatur noch nicht sehr trainiert. Aber wie viel wir uns selbst dadurch nehmen, ja, an Leichtigkeit, an innerer Gesundheit, auch so dieses innere in mir, dieses Gefühl von angekommen zu sein. Und das ist ja ein Gefühl, das uns nährt von innen heraus, nicht? Wenn ich die ganze Zeit mir denke, boah, meine Wohnung ist so hässlich, pfui Teufel, das ist schier und das ist schier und das ist schier und da fühle ich mich nicht wohl. Und wenn ich das die ganze Zeit mit meinem Körper so erlebe, dann können wir nicht mehr von Gesundheit sprechen. Ja. Und nicht ohne Grund zeigt sich dann natürlich auch vielleicht in unserer Psyche oder aber auch auf unserer körperlichen Ebene Symptome, die das Ganze dann nicht leichter machen, weil eigentlich, wenn mal so ein Schneeball zum Laufen begonnen hat, meistens wird es dann eine große Lawine, nicht? Und wie schlimm und traurig ist es, wenn wir einfach erstmal so ein ganzes Konzept brauchen, bevor ich überhaupt in meinen Tag starte. Ich hatte auch mal eine Klientin, die hat mir gesagt, also sie schminkt sich immer. Immer, selbst am Sonntag um 8 Uhr in der Früh, wo kein Mensch auf der Straße ist, um sich die Zeitung zu holen von irgendeinem Masten, ne, so. Und selbst da schminkt sie sich. Das heißt, also dahinter steckt ja etwas, nämlich ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mich vielleicht zu einem bestimmten Anlass, was auch immer, dass ich mich schön herrichte. Davon reden wir ja gar nicht. Sondern von einer Grundhaltung, dass ich so wie ich bin, nicht gut genug bin. Ja, und also ich spüre gerade diese Energie, die Ja, da ich spüre dahinter gerade. ist, oder? Boah, Ja. mir, also Es ist so ich kann, schwer, oder? ja, so schwer und so drückend, so Lebensfreude abschneiden, wie du schon gesagt hast, ja. Wie viel nehmen wir uns mit diesen Gedanken oder wie viel wird uns genommen, ja, in diesem ständigen Schamgefühl sein? Wir haben ja gesagt, oder wir haben es schon öfter mal, glaube ich, gesagt, dass ja diese verschiedenen Gefühle, die wir haben, Emotionen, verschiedene Energielevel haben sozusagen, ja. Und Scham ist eines, also wo du jetzt gerade aufgehört hast zu sprechen, da war gerade nichts. Es hat keine Energie, ja, also ganz, ganz low level. Und wenn du ununterbrochen dich schämst, ja, dann ach, wie traurig, wie leer dieses Leben sich anfühlt für diese Menschen. Und da wieder rauszukommen, ist ja auch nicht gerade einfach. Also eine Scham ist ja etwas, die ja grundsätzlich eine wichtige Funktion hat, ja, Was war? Was findest du? um sich selber zu schützen, ja. Ja. Also dieser Scham, dass wir uns Es ist auch in den Laufe der Jahrhunderten immer unterschiedlich gewesen, wie sehr diese Scham also präsentiert wird oder nicht. Aber grundsätzlich geht es ja darum, ich schäme mich oder ich habe eine Scham, um mich selber zu schützen, um nicht in mein komplettes Innerstes schauen zu lassen, was ja nicht in allen Situationen angebracht ist. Ja. Oder aber, dass bereits schon etwas passiert ist und dann die Scham hochkommt und wir gemerkt haben, dass wir unsere Grenzen zu früh oder besser zu spät geschlossen haben, damit die Person im Außen oder die Gruppe im Außen uns nicht so erlebt, wo wir uns so in dieser intimen Art und Weise nicht präsentieren wollen. Also es kann ja sowohl als auch sein. Ne? Ja. Und ich glaube, dass also so schwer dieses Thema auf der einen Seite ist, ja, und auch davon gesprochen wird, dass die Scham ja diese niedrig schwingendste Energie überhaupt ist, ja. Liebe wäre das genaue Gegenteil, das ist die höchst schwingende Energie.
Das kennen wir auch alle, wenn wir alle frisch verliebt sind. Also da braucht man nichts essen, da braucht man gar nichts. Also da brauchst du auch keinen Schlaf, da kannst die Nacht durchmachen, weil du bist nur in Liebe und das nährt dich so dermaßen. Also ich glaube, da kommst du erst nach 3 Tagen drauf, dass du vielleicht einmal wieder was essen und schlafen solltest. Ja? So. Also es kennt sicher der eine oder andere von uns. Also hoffentlich kennt es der eine oder andere. Und bei der Scham ist es halt eben diese niedrig schwingende Energie. Und ich möchte euch aber, wenn ihr dieses Gefühl eurer Scham über euren Körper kennt, möchte ich euch nicht die Hoffnung nehmen. Bitte Leute, wir können großartig, erfolgsbringend an diesen Themen arbeiten. Weil, also ich glaube, da spreche ich für uns beide. Aber Anja wird uns das gleich beantworten von ihrer Seite. Wir haben es beide, Anja und ich, genauso erlebt. Natürlich haben wir auch immer wieder diese Grenzen unserer Scham ausloten dürfen oder müssen, um wiederum unsere Grenzen neu, immer wieder neu zu justieren quasi. Ja? Um dann zu der Frau zu werden, wo wir sagen, ja, fühlt sich ganz gut an. Und natürlich gibt es auch manchmal Situationen, wo wir auch über unseren Körper merken, mein Gott, da möchte ich ein bisschen nacharbeiten oder da möchte ich ein bisschen mehr hinschauen zu meinem Körper, weil er jetzt etwas braucht. Also es ist ja nicht etwas Starres, wo wir hinarbeiten und dann ist es damit erledigt, sondern es ist etwas, was kontinuierlich immer wieder einen neuen Prozess erlebt, oder? Scham ist und Körpergefühl ist etwas, was man, was ein, ja, ein lebenslanger Prozess ist und sich immer wieder verändert. Ja? Und er ist teilweise auch ein bisschen dem, ja, dem Alter geschuldet, oder? Wie unwohl haben wir uns vielleicht als Mädchen gefühlt, wenn ich in die Pubertät gekommen bin? Ja, mein Körper macht plötzlich Dinge, die plötzlich fange ich an zu riechen. Ja, Ja, oh Gott. oh je, ja, Selbstschutz ist, man kriegt es als also selbst weniger mit, ja, die mit Menschen, aber wie arg ist das, wenn man es selber nicht mitkriegt und man kriegt es dann im Außen plötzlich einmal vor den Latz gehauen, ja. Also ich weiß, dass das unheimliche Narben hinterlässt, ja, und man da ein Leben lang dann wie so, oh Gott, rieche ich gut, also ja, Ja. du hast was abgespeichert und ja, und dann, was kommt noch bei der Pubertät? Dein Körper verändert sich überhaupt. Bei den Ja. Burschen genauso wie den Mädchen. Ja, wie vielen Mädchen ist es unangenehm, wenn die Brust anfängt zu wachsen, weil das ist sichtbar, ja. Bei den Männern sind gewisse Körperveränderungen unter der Gürtellinie, sage ich jetzt einmal, nicht ganz so offensichtlich. Aber das, es ist sichtbar. Also trägt man weite Klamotten, man trägt dicke Klamotten. Und ich habe immer das Gefühl, puh, nein, ich bin kein Kind mehr, ich bin aber auch noch nicht erwachsen. Und das sind so Unsicherheiten. Und wenn du in der Zeit verletzt wirst, ja, dann, Und ich glaube, dass es dann auch im Laufe des Lebens wieder so körperliche Veränderungen gibt, mit denen man dann ja nicht so happy ist. Zellulite. Ach, ja, die trifft eine Frau viel früher als die andere. Manche haben es nach der Schwangerschaft nicht mal. Ja, und man ist dann auch ständig so in diesen Vergleichmodus. Was ja auch nicht besser macht. Die sieht ja viel besser aus als ich, ja. Das macht was, also diese Scham, sich über seinen eigenen Körper zu schämen, nimmt dir die Selbstsicherheit, den Selbstwert, das Selbstvertrauen. Es drückt alles sehr. Und wie schön ist es, dass es, für mich ist es schön, dass es immer mehr Frauen gibt, die ab einem gewissen Alter sagen, ich schaue halt so aus, ja. Ich habe die Falten und jede Falte macht mich aus. Ja, wie viele Frauen sagen, ja, ich zeige also zum Beispiel die Schwangerschaftsstreifen, die danach nicht mehr weggehen. Ja, ich habe Leben geboren. Ja, also dieses von dieser Scham, dass das alles so ist, dass man da endlich mal hinkommt, dass dieses Leben zu würdigen, dieses Ja. neue Leben, das eigene Leben. Ja, und ich meine,
Ich frage mich das mein Leben lang, wie kann man jemanden, weil er so ausschaut, wie er ausschaut, fertig machen? Dieser Mensch kann ja am wenigsten dafür, oder? Also wir sind jetzt ganz sicher nicht in Mamas Bauch oder wir haben vorher gesagt, nein, dieser, ja, das, ich hätte gern das und das, das geht ja gar nicht. Und selbst wenn ich eine künstliche Befruchtung mache, ist es immer noch eine Überraschung, welcher Mensch dahinterher sich entwickelt. Und damit, dafür schelten wir uns gegenseitig. Und ich finde das so, so schlimm. Ja. Und das ist nicht nur dieses zu dick sein. Also ich habe das ja schon mal erwähnt. Ich bin immer sehr bubenhaft unterwegs gewesen. Und ich bin immer zu dünn gewesen. Ich habe mich nie als Mädchen, als Frau gefühlt. Ja, immer zu dünn. Also das mal hinterlässt genauso Narben wie das andere. Und ich habe essen können, was ich wollte. Ich habe es nicht verändern können. Ja. Und gleichzeitig hast du aber recht, wir können heute ganz viel tun, Absolut. um ja, uns ein bisschen herzurichten. Weil ich denke mir, gerade Kleidung und das Aussehen, wie wir uns fühlen möchten, können wir nach außen auch hinstrahlen, also ausstrahlen dadurch, genau. Ja, wobei ich habe da so ein bisschen dieses Bild. Auf der einen Seite können wir im Außen vieles in die Veränderung bringen, ja, durch Frisur und Kosmetik und ich weiß nicht was alles. Aber da habe ich so dieses Außen hui, innen pfui. Ja, außen schaue ich super aus, aber innen fühle ich mich wie eine kleine Maus. Ja, ich bin hässlich und ich weiß nicht was. Und so viele Frauen erleben das tatsächlich, dass sie sich in sich selbst nicht zu Hause fühlen, nicht angekommen fühlen, mit sich selbst nicht authentisch sind, ja. Authentisch mit irgendetwas anderem zu sein oder in Verbindung zu sein, ja, großartig. Aber in sich selbst, in dieser Verbindung zu sein, und das ist das Um und Auf. Also gerade dann, wenn wir dieses Schamgefühl uns einmal wieder anschauen wollen in uns, zeigt es uns, wie wenig wir in uns wirklich drinnen zu Hause sind. Und dass wir so vieles in unserem Leben abhängig machen vom Außen, wie jemand auf uns schaut, wie jemand auf uns reagiert, wer glaubt, was ich machen sollte in diesem Leben oder was von mir gebraucht wird und. Anstatt dieses von mir heraus. Egal, ob ich jetzt schwitze, ob ich kleine Brüste habe, große Brüste habe, ob ich eine schiefe Nase habe. So wie du sagst, so wie du es vorhin schon gesagt hast, ja, das ist das, was den Menschen selbst so auszeichnet, in seinem körperlichen Ausdruck so ein eigenes Individuum zu sein. Und das ist das Besondere daran. Also feiern wir doch diese Einzigartigkeit, die wir sind. Wie wäre es, wenn wir beginnen, das klingt vielleicht für den einen oder anderen da draußen jetzt ein bisschen verrückt, ja. Aber wie wäre es, wenn wir anfangen, uns selbst zu feiern? Ich hatte vor vielen Jahren eine Frau, die viele Jahre zu mir in den Frauenkreis gekommen ist, die war schon über 60 Jahre alt, und die hat mir gesagt, zu ihrem Geburtstag nimmt sie sich immer einige Stunden Zeit und macht etwas mit sich selbst. Sie feiert sich selbst. Ja? Also die hat für sich selbst erkannt, diesen inneren Schatz, diesen Wert, was für ein Zauber es ist, wenn ich mich selbst feiere. Und ich feiere mich nur dann selbst, wenn ich in mir dieses Gefühl von, so wie ich bin, bin ich gut, weil sonst würde ich mich ja nicht feiern, weil dann bin ich es ja nicht wert, dass ich mich feiere. Das ist ja lächerlich. Also ich feiere vielleicht mein Kind oder mein Gatten oder meine Freunde oder meine Kollegin in der Firma. Was soll ich mich feiern? Das ist ja lächerlich. Also wie wir schon auf uns schauen und erkennen, dass wir oft, und das hat nichts mit Schuld zu tun, aber dass wir viel zu wenig in Liebe auf uns blicken. Und dass wir auch Ja. einmal sagen, ja, das ist halt jetzt gerade bei mir so. Was soll ich machen? Ich schwitze halt jetzt gerade, oder? Und wenn es zu einem Problem wird, dann schau es mal an und finde vielleicht eine Alternative, die vielleicht passend für meinen Körper auch ist. Im Sinne von einer Unterstützung.
Und nicht, ich schneide mir dann halt irgendwie die Fetten weg oder ich weiß nicht, spann mir die Falten auf oder was auch immer, ja. Also so, dass es, so wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich meine, es macht ja keinen Sinn, wenn ich außen hui toll aussehe, aber innen in mir diese Unzufriedenheit, diesen inneren Druck der Leere, ich meine, muss man sich vorstellen, einen Druck der Leere. Also oft kann ja erst etwas drücken, was eine Fülle bringt, aber auch die Leere kann einen Druck auslösen in uns. Dieses in mir ist nichts. Das Ja, man kann fällt so, dann zusammen. ja, voll. Und oft ist es dann so, dass die Frauen dann erst, wenn es zusammenfällt, in sich zu uns kommen. Ja, das Deswegen, ist. ja, ich wollte nur Entschuldige. sagen, deswegen, liebe Frauen, also wenn ihr euch heute die Zeit nehmt, dieses Video anzuschauen, und auch liebe Männer, also ich möchte euch ja gar nicht rausnehmen, aber oft ist es so, dass Männer anders mit sich, in sich zu Hause sind als Frauen, ja, weil da ist auch natürlich von der Außenwelt, ja, der Druck einfach viel, viel größer, ja, mit den Schönheitsidealen und wie man zu sein hat, ja. Dann bitte, ihr lieben Frauen, schaut viel früher auf das, bevor das Problem noch größer wird. Wenn ihr merkt, boah, da gibt es schon einiges, was Anja und ich heute in diesem Video angesprochen haben, kommt jetzt, sucht euch jemanden in eurer Nähe, kommt zu uns in die Praxis und lasst uns drüber sprechen. Und man kann wunderbares daran arbeiten. Der Druck nach außen oder der Druck nach innen, also diese Leere, ja, es ist beides, macht etwas mit einem und hat wiederum andere Auswirkungen dann auf uns, ja, also es bleibt ja nicht bei dem einen. Was ich Ja. sagen wollte, war dieses. Wenn wir uns im Außen halt herrichten und im Inneren haben wir aber trotzdem eben dieses, wie sagst du das, dieses Pfui, ja, dann ist es ja eine Maske, die wir tragen. Und diese Masken bauen wir teilweise so stark auf, um von etwas anderem abzulenken, wie zum Beispiel die Leere im Inneren, ja. Und gleichzeitig möchte ich die Perspektive mal wandeln, ist es so wichtig, vielleicht auch mal im Außen anzufangen, sich mal ja so herzurichten, um ein neues Körpergefühl zu bekommen. Ja, also wirklich auch mal zu sagen, hey, ich suche mir mal jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit dem Schminken, ja, der mir mal zeigen kann, wie kann ich das dann machen? Wie fühle ich mich dann vielleicht? Fühle ich mich dann anders? Ja. Macht das was mit mir? Kann ich plötzlich, ja, diese Haltung einnehmen? Ja, aber du machst es gleich vor, also dieses, ich richte Ja? mich in mich selbst auf und bin nicht da irgendwie. Genau, ja. Und wenn du das mal gespürt hast, dass es was anderes mit dir macht, ja, dann kommt vielleicht von innen heraus dieser Impuls, hey, ich möchte das ändern. So wie ich jetzt mich im so gefühle, möchte ich mich aber immer fühlen, unabhängig, ob ich dafür Hilfsmittel brauche oder nicht. Ja, also oft ist es so, dass ja viele gar nicht wissen, wie sie sich dann fühlen würden. Und du könntest aber auch feststellen und sagen, das ist mir jetzt zu viel. Ja, und So andere das sagen, richtige Maß finden. genau, das richtige Maß finden, ja. Und da kann man experimentieren. Und das ist genauso ein Prozess wie der innere Prozess. Ja? Und also warum schminken sich dann zum Beispiel ganz, ganz viele junge Mädchen? Damit sie reifer wirken, damit sie ja durchaus auch die Blicke auf sich ziehen, obwohl sie es meistens abstreiten. Aber sie möchten ja gern gesehen werden in dem, was sie sind. Aber die haben dann so viel Schminke teilweise drauf, dass sie fast nicht mehr erkennbar sind, ja. Also es ist ganz spannend, dieses Phänomen überhaupt. Und was mir noch eingefallen ist, ist dieser Impuls, wenn ich dann angefangen habe, also es gibt ja diese Extreme, also wir haben ja alle ein anderes Körpergefühl. Und im Moment ist ja auch wieder ein bisschen der Trend dahin, dass wir, also im Moment eh schon seit ein paar Jahren, nur durchtrainierte Körper sind super.
Ja, was das dann plötzlich wieder auslöst für einen Gesundheitssport-Hype, ja. Also es hat ja wieder noch eine neue Scham ausgelöst sozusagen zu dieser normalen Bikini-Figur, weil jetzt muss ich ein Sixpack auch noch haben, ja. Also teilweise auch als Frau. Und natürlich, manche haben es, manche trainieren es und manche werden es nie, weil da immer. Ja, also da hängt ja so viel dran. Das ist ja nicht nur einfach ein bisschen trainieren, sage ich jetzt mal, sondern mehr trainieren. Essverhalten muss angepasst werden. Also das zieht ja dann ganz große Kreise. Und auch da, wenn Menschen schon gut ausschauen, ohne Bewertung jetzt, was meinerseits was gut ist oder was nicht, ja, wo wir sagen, wow, super. Gibt es diese Menschen, die dann sagen, ich bin immer noch nicht genug, immer noch nicht genug? Und dann kann das irgendwann zu einem Suchtfaktor werden. Ja, voll. Ja, weil sie sich so schämen, dass sie noch immer nicht da sind, wo sie sind. Also also man darf nicht übersehen, dass das eine oft mit einem anderen zusammenhängt. Ja. Und ja, also Scham ist ein Thema, was ja nicht nur von innen heraus entsteht oder von außen, sondern oft eine wechselseitige Wirkung hat, so rum. Und ja, und auf allen Ebenen halt einfach irgendwo ja, ziemlich, ziemlich tief gehen kann. Ja, voll. Und es betrifft eben nicht nur Pubertierende, Ja. ja, die einfach noch nicht vielleicht in ihrem Frausein, Mannsein ausgebacken sind, wenn man das mal so bezeichnen möchte, sondern es betrifft wirklich jeden Menschen in jedem Lebensalter. Also selbst Leute, die in Pension sind, kann es immer noch betreffen, ja, dass sie sich für gewisse Dinge ihres Körpers schämen, ja, weil halt irgendetwas nicht so ist, wie sie es halt gerne hätten, ja. Und wie wäre es, wenn die Option da wäre, dass wir mit diesem Wunsch, dass etwas anders ist an uns, dass wir mit diesem Wunsch im Frieden in uns kommen. Weil gewisse Dinge können wir einfach manchmal nicht verändern. Ja? Ich meine, heute gibt es Operationen und sonst irgendetwas, ja, wo das bei den einen oder anderen vielleicht hinführen mag. Das sieht man dann leider oft und ist auch nicht dann die Erfüllung. Ja? Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Operationen, die lebensrettend, die wiederum im positiven Sinne etwas verändern können, sondern wir können wirklich sowohl als auch, aber was wäre, wenn wir in uns diesen Frieden finden? Ja, weil, also ich bringe jetzt irgendein Beispiel, warum muss ich mir solche Brüste operieren lassen? Wer bin ich dann? Ja. Fühle ich mich erst dann zu einer Frau? Ja? Oder wenn die Haare so lang sind, dass mein ganzer Tagesrhythmus zum Beispiel sich nur noch um die Pflege meiner Haare widmet? Ja? Also, wo setze ich selbst mich quasi ein Stückchen in eine Art der Geiselung, um ein freies Leben zu leben? Weil ich mit meinem Körper so ein Thema habe. Ja? Und es ist gleichzeitig, ich merke gerade auch so, wenn wir sprechen, Anja, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich merke gerade, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Weil es uns alle irgendwo betrifft. Ja, weil wir stecken alle nun mal in diesem Körper. Ja? Ja. Und der eine oder andere kann vielleicht damit besser umgehen oder hat gelernt, in seinem Körper auch wirklich anzukommen, ihn zu akzeptieren, so wie er ist, weil er zufrieden ist, weil er den Sport betreiben kann, weil er tagtäglich funktioniert. Was ist aber dann, wenn wir krank werden? Ja? Wenn wir dann auf einmal vielleicht nicht mehr so können, wie wir gern wollen würden? Und wie ist es dann, wenn tagtäglich Schmerzen da sind, kann ich dann trotzdem Frieden in mir finden? Also ich meine, da machen sich ja ganz unterschiedlichste Themenfelder ja noch darüber hinaus weiter auf. Ja?
Also ihr Lieben, ihr seht schon, das Thema Scham betrifft den einen oder anderen von uns im größeren oder im kleineren Maße. Und es ist immer die Frage, wie schauen wir drauf? Wie sehr sind wir in uns angekommen? Und wo brauchen wir möglicherweise durch Selbsterkenntnisse, durch vielleicht, dass wir einen anderen Blick drauf werfen, ein Stückchen eine Unterstützung? Und wo bin ich bereit, mir diese Unterstützung auch ja, zu holen oder mir auch aus meinem täglichen Leben rauszuschneiden, dass ich diese Zeit auch mir dafür gönne? Ja, dieses Gönnen. Ich würde eher sagen, bist du es dir wert? Ja. Ja, also wir gönnen uns öfter mal was, ein Eis, und dann Ja. kommt schon wieder die Scham, weil ich es gegessen habe. Ja. Voll. Schlechte Gewissen. Genau, aber ist es schlecht, wenn ich mir das mal gönne? Aber daran zu arbeiten, das solltest du dir nicht gönnen. Da geht es um deinen Wert. Bist du es dir selber wert, etwas zu verändern? Und da geht es jetzt nicht darum, dass du kein Eis mehr essen sollst. Ja, also da wollen wir überhaupt nicht hin, sondern wirklich diese Veränderung um diese Scham, die du irgendwo, vielleicht mehr oder weniger, wie Bettina sagt, hast, dahin zu gucken und ja, es zu verändern, dass du dich in deinem Körper so wohl fühlst und dass du alles, was so ein Blödsinn von außen ist, ja, dieser Aufdoktrin, man muss so und so ausschauen und wenn ich da und das, warum, ja, und warum darf ich als Mensch, wenn ich dünn oder dick bin, darf ich gewisse Dinge nicht anziehen oder was auch immer? Wer sagt das? Ja, da Ja? sind wir wieder bei diesen ganzen Wertethemen, Ja, nicht? genau. Welchen Wert lege ich auf dieses Thema? Wie schaue ich selbst drauf und bewerte es? Und löse dadurch möglicherweise auch einen Druck wieder in mir aus. Ja, da sind wir dann wieder beim Druck. Ja, also wir haben ja vorhin ganz kurz angeteasert, dass Scham, die sich im Körper zeigt, also weil wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen, schämen wir uns. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir uns schämen für irgendetwas in unserem Leben, zeigt sich das auch in unserem Körper. Also dann haben wir ein anderes Thema als jetzt der Körper an sich, sondern wir haben beruflich nicht das erreicht, was ich vielleicht wollte oder schulisch oder wie auch immer, ja, dann zeigt sich das in deiner Körperhaltung zum Beispiel, weil ich mich schäme. Ich werde dann nie so frei agieren können, wie ich es vielleicht gerne möchte, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin nichts wert, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin was Dumm auch für immer. alles. Jeder Genau. andere kann es besser als ich. Ja, also du bist dann, also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Pubertät oft als nicht nur als zu dünn, sondern ich empfand mich, oder auch wenn ich heute Fotos anschaue, als graue Maus. Weil graue Mäuse übersieht man. Ja? Gewisse Dinge muss ich ja nicht auf mich ziehen. Vielleicht bin ich auch gar nicht da, so nach dem Motto. Ja? Und wie krass war das, als ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, das erste Mal meine Haare rot gefärbt habe. Ist ein bisschen schief gegangen, weil ich es alleine gemacht habe und es nicht lange genug eingewirkt habe, weil ich gedacht habe, ah, nur ein bisschen rot. Übersehen, dass es, wenn man es nicht lange genug macht, dass es dann orange war. Also ich war dann ein paar Wochen ein bisschen ein Pumuckel. Von grauer Maus zu, jo, also ich war wenig zu übersehen. Ja, und aber was das mit mir gemacht hat dann auch. Ja, deswegen sage ich, man darf durchaus an außen auch mal etwas machen, um Probieren. aus, ja, damit man, Experimentieren. ja genau, ja, damit man sich mal anders fühlt. Ja, habe ein bisschen gebraucht, um mit meinen orangen Haaren dahin zu kommen und oder klar zu kommen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ist ja ihr wurscht. Eigentlich schauen die Oh. Leute genauso wenig wie vorher, weil Oh. ja dann immer diese Angst da ist, ja. Also zum Beispiel meine Tochter hat jetzt, die hatte einen Unfall im Sommer, und ist
an der Oberlippe getroffen worden und musste genäht werden. Ja, 13 Jahre alt, Pflaster, Naht. Die Mitten. ersten Tage mitten im Gesicht, ja, die ersten Genau. Tage rausgehen. Mama, haben wir noch irgendwo eine Maske? Aber Ah. du, da schauen doch die Leute viel mehr, wenn du jetzt eine Maske trägst. Es war ihr nicht auszureden. Die hatte solche Angst, dass das sichtbar ist, ja. Und erst im Laufe der Tage und Wochen hat sie sich jetzt damit, ja, als sie selber gesehen hat, also ganz so schlimm ist es nicht und die Leute reagieren gar nicht komisch und die anderen Kinder reagieren nicht komisch, sondern, oh, was ist denn dir passiert? Also eher so dieses, ja, hat sich das wandeln können. Also das, ja, war eine starke Phase jetzt bei uns, gell, wo ich gemerkt habe, mitten in der Pubertät, und dann passierte als Mädchen so etwas, gell. Und ja, aber da auch zu begleiten als Mama, ist es so, also da kannst du nicht blöde Sprüche reißen, ja, also so dicke Lippe riskiert, ich sag's jetzt mal, war die ersten Tage, irgendwann hat sie dann das mehr oder weniger selber ausgesprochen, dann ist wieder dieser Humor reingekommen, um eine Leichtigkeit reinzukriegen, ja, diese Begleitung ist so wichtig von den Jugendlichen, weil wenn die es schon lernen, dass es normal ist, wie sie ausschauen, also immer normal, egal wie man ausschaut, dann kann sich etwas verändern. Also wir dürfen wieder als Erwachsene bei uns anfangen. Und ja, also das Scham auch zu beobachten, um wieder darauf hin zurückzukommen, dieses wir sehen Scham in unserem Körper, auch wenn wir kein Körpergefühl, also wenn die Scham sich nicht um das Körpergefühl dreht, so rum. Ja, aber wir merken es oder man sieht es an einem. Und das ist nicht minder schlimm, sage ich jetzt mal, für jemanden, weil er diese Scham ja wahrnimmt. Und wenn man niemanden hat zum Sprechen, dann ist es halt super. Man kann irgendwo hingehen, ja. Und auch wir, also bei dem Thema sind Lebens- und Sozialberater drinnen wertfrei. Ja. Cool. Mir zeigt es auch immer wieder in der Beratung, dass die Leute, wenn sie kommen, sind sie in einer anderen Energie, als wenn sie gehen. Und das finde ich immer sehr schön, ja. Dass sich innerhalb dieser Stunde, ja, oft denkt man sich, eine Stunde, oh Gott, was soll eine Stunde reden, aber in dieser Stunde passiert so viel, ja, auf diesen Ebenen von Körper, Geist und Seele, wenn wir die mit einbeziehen, auch in der Beratungsstunde, dass das etwas in unserer Erfahrung, ja, und das Erfahrung können wir nicht nur über unseren Kopf, ja, die Dinge verstehen ist gut, aber erfahren tun wir immer alles über den Körper, ja. Also wie jetzt etwas, ob jetzt eine Speise heiß ist oder kalt ist, erfahre ich nur über den Körper. Ja? Und so ist es auch, dass all diese Gefühle und Emotionen, die wir haben können, die brauchen wir, um überhaupt ganzheitlich gesund zu sein. Ja? Und die Erfahrung über unseren Körper. Also liebe, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn euch diese Folge heute, die Scham des Körpers, wieder so ein bisschen inspiriert hat, und euch Ideen gebracht hat zu euren eigenen Themen, wie ihr auf euch schaut, wie ihr euch in euch drinnen fühlt, seid ihr herzlichst eingeladen, entweder zu Anja oder zu mir nach Gablitz in die Praxis zu kommen und lasst uns einfach mal darüber sprechen, wie sich das denn so anfühlt in dir. Genau. Und da finde ich so einen wichtigen Satz, den du gesagt hast, in 60 Minuten, was sich da verändern kann Ja. und wie Menschen reinkommen und rausgehen. Und Voll. wir gehen ja auch regelmäßig zu unseren Terminen, um uns an uns selber zu arbeiten. Ja, und Richtig. manchmal läuft man wirklich. Ich bin heute ein bisschen von der Sonne geküsst, dass man ja da so irgendwie so ganz traurig und ganz ja, klein irgendwo reingeht und hinterher einfach Ja. in, ja, in der Ist wieder so Präsenz. voll Präsenz und du bist wieder in dir selbst geordnet.
Genau. Ja, also schau mal, wo du dich neu ordnen kannst. Und ja, wir freuen uns Ja. über einen Besuch, aber auch immer über einen Kommentar unter dem Video. Und wenn du Genau. das Gefühl hast, es könnte vielleicht für jemanden gerade wichtig sein, dann erzähl ihm doch von diesem Video und schick gleich den Link mit. Genau. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte einen Daumen da. Ihr Das wisst ja, dann danke. werden natürlich wird unser Video höher gerankt und die Leute, die wirklich gerade auch so ihre Themen mit der Scham haben, haben dann eher die Möglichkeit, dieses Video auch zu finden. Also schenkt uns einen Daumen hoch. Wir freuen uns, dass wir für euch da sein dürfen. Wir sind eben Sozialberaterinnen Anja und Bettina. Und ja, wir freuen uns, in 14 Tagen sind wir wieder für euch da in der nächsten Sternstunde. Alles Liebe bis dahin. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.